Hallo, moin moin. Ja, heute kommt mal ein etwas unerfreulicheres Video. Haben vielleicht manche auch schon erwartet. Ja, ich dachte, dass ich das nicht machen muss, aber wie auf vielen anderen YouTube-Kanälen muss ich das hier anscheinend auch machen. Ja, es geht um das letzte Video, beziehungsweise um einen einzigen Kommentar, den da jemand geschrieben hat. Ist jetzt auch endlich blockiert, hätte ich beim letzten Mal schon machen sollen, wo er auch so einen unflätigen Kommentar geschrieben hat. Aber man gibt der Menschheit ja immer noch eine zweite Chance. Ja gut, der hat seine zweite Chance jetzt verwirkt. Account ist blockiert und ich hoffe, ich bin den erstmal los. Ja, worum geht es da? Ja, es geht hier ja um diese Möbel. Also um diesen Video, das hat ihn wohl dazu inspiriert, diesen tollen Kommentar zu schreiben, die wohl nicht sein Niveau entsprechen. Und ja, dementsprechend herablassend hat er auch diesen Kommentar geschrieben. Ja, ich möchte das jetzt nicht so ganz ausweiten, aber ich möchte zu denjenigen nur sagen, was geht in deinem Kopf vor? Was ist in letzter Zeit schiefgelaufen, dass du dich auf so einer hohen Sphäre bewegst, um andere Leute so dermaßen niedermachen zu wollen und zu beurteilen, warst du jemals schon hier im Haus, was im Endeffekt auch scheißegal ist. Ja, was zwingt dich dazu, derart negativen Scheiß hier zu posten und, ja, und an sich fremde Leute so dermaßen niederzumetzeln? Ja, ich weiß nicht, was in dein Kopf so vorgeht. Da ist in letzter Zeit wohl einiges schiefgelaufen. Ich denke mal, die schöne Sonne Thailands hat dir wohl den Rest Hirn auch noch weggebrannt. Ja, weiter möchte ich dazu nicht eingehen. Ein anderer, der einen Kommentar geschrieben hat, hat einen tollen Vorschlag gemacht. Das war nämlich der Martin Heinrich. Der hat geschrieben, ich soll doch einfach jeden Kommentar kontrollieren. Ja, und das mache ich jetzt auch. Ich habe mich jetzt einmal erkundigt, wie das so funktioniert. Vorher habe ich ja immer gegeben, alle Kommentare gleich freigeben. Ja, das gehört nun der Vergangenheit an. Leider müssen einige drunter leiden oder viele drunter leiden, weil einige wenige da ihr Leben nicht mehr richtig im Griff haben. Ja, also es geht um die Kommentare. In Zukunft wird jeder Kommentar von mir erst freigegeben. Heißt, dass von euch die Kommentare wohl zuerst, nachdem ihr die geschrieben habt, nicht zu sehen sind, denke ich mal. Ja, können ja eigentlich auch nicht, weil ich die erst freigeben muss. Ja, das habe ich mich schon in der App mal erkundigt. Also man kann es nicht nur am PC machen, sondern auch vom Handy aus, was sehr gut ist. Handy hat man ja doch meistens immer dabei. Also ich kann die vom Handy von der App aus freischalten. Ja, also kommen nur noch vernünftige Kommentare durch. Und aller anderer Kram, der wird gleich gelöscht und der Benutzer wird komplett gleich, ohne Vorwarnung oder ohne zweite Chance, wird er gleich blockiert. Dann ist da noch was Gutes, was ich gesehen habe. Ob man das jetzt in der App machen kann, weiß ich nicht. Aber ich kann vertrauenswürdige Benutzer oder sagen wir mal, die immer Kommentare bei mir schreiben, wie ein ganz langjähriger, das ist nur ein Beispiel jetzt, unser Helmut Gauss aus Verden, der kommentiert hier schon, da war ich noch in Deutschland. Diese Accounts kann ich, sagen wir mal, ein vertrauenswürdiges Häkchen setzen, sodass denen seine Kommentare trotzdem gleich erscheinen, sodass ich die nicht kontrollieren muss. Ja, nochmal viele Grüße nach Verden. Im Moment habt ihr ja da einige Großbaustellen, wie ich das immer so sehe. Ja, das ist so diese Hauptsache, die jetzt hier einfließt. Also es wird erstmal freigeschaltet. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, eins vielleicht noch. Also mir persönlich geht es hier sehr gut. Ja, vielleicht ist der eine
Eindruck entstanden in letzter Zeit, dass ich hier wohl ziemlich untergebuttert werde. Dem ist nicht so. Es läuft alles so, wie wir uns das gedacht haben hier, und das ist auch sehr gut so. Also es ist alles in Ordnung. Niemand braucht sich Sorgen zu machen, und ich kann meine T-Shirts auch selber kaufen. Ansonsten kann ich sagen, postet ordentlich weiter. Kommentare sind immer gerne gesehen. Jeder kann auch seine Meinung äußern. Kein Problem. Genau wie im letzten Video viele geschrieben haben, diese Möbel mit diesem Sperrholz sind scheiße. Keine Qualität. Ja, ist so. Wissen wir selber, aber wir haben uns dazu entschieden, hier ein paar davon einzustellen. Und das hat dann einfach jeder zu akzeptieren. Und wer das nicht kann, der soll bitte ohne Kommentar einfach wegbleiben. Ja, bringt jetzt ja auch nicht mehr, weil wenn jetzt einer wieder irgendeinen Müll schreiben er weiß eigentlich genau, dass es kommt nicht an die Öffentlichkeit, also völlig sinnlos, da irgendeinen Quatsch zu schreiben. Also kommentiert ruhig weiter, natürlich positiv, negativ, Vorschläge, Hinweise, kleine witzige Anekdoten, ihr könnt alles posten, da habe ich kein Problem mit. Ja, wie geht es jetzt nun doch weiter? Also dank ordentlichen Zuspruch von euch und auch von meiner Frau, ich soll doch bitte weitermachen, weil mir das doch sehr viel Spaß macht hier. Und mir das nicht durch einen griesgrämigen alten Mann versauen lassen soll. Es wird wohl doch weitergehen. Ja, ist auch, denke ich mal, die richtige Entscheidung, weil mit dieser Art Kommentare haben ja auch andere YouTube-Kanäle zu tun, wo ja auch in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder so ein Video erscheint von den Kanalbetreibern, um seinen Frust mal loszulassen. Kann ich mittlerweile auch gut verstehen. Ja, das wollte ich jetzt mal loswerden. Eigentlich sollte heute der dritte Teil vom Mauerbau kommen. Das verschiebt sich jetzt um ein paar Tage. Wird erst dieses Video hier vorgeschoben. Ja, im Moment bin ich noch ziemlich angefasst von diesem Kommentar. Das war ja wohl auch sein Zweck. Ja, piep, piep, piep. Alle haben mich lieb. Ja. Ja, also es wird hier erstmal weitergehen. Und ja, mal sehen, was noch so in Zukunft kommt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Bleibt gesund, habt nette Leute um euch rum und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.